Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Zwilling. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Zwillinge. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf, gerne ergänzend, die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wie immer werde ich nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Ich schaue jetzt rein, was aktuell los ist, welche Blockaden, welche Hürden zeigen sich, denn die strahlen meistens auf alle Lebensbereiche aus. Welche Anregungen hat das Universum für dich, um deine Situation zu verbessern? Und natürlich wagen wir auch einen Blick in die Tendenzen. Was kommt höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zu? Gibt es Kurskorrekturen, die du in Betracht ziehen solltest? Oder gibt es bestimmte Ereignisse, die sich ankündigen? Wir werden uns wie immer überraschen lassen. Bitte beachte außerdem, dass Karten niemals Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, ich sehe, hier ist gerade irgendetwas im Unklaren. Irgendetwas ist dir nicht ganz klar. Du bist hier in einer neuen Situation. Das sieht man auch. Und wir haben hier die 333, also eine Engelszahl. Die dreht sich auch sehr stark um das Thema Loslassen, das heißt auch Platz schaffen für Neues. Und von außen betrachtet machst du das auch. Das kann jetzt vielleicht auch ab und an ein bisschen sich unangenehm anfühlen oder man fühlt sich so, als würde man ein Risiko eingehen. Aber an sich, dein Weg ist beschützt, denn das zeigt hier diese Zahl. Also du bist hier am richtigen Weg. Und es geht hier definitiv um irgendeinen neuen Lebensabschnitt oder eine neue Sache, irgendetwas Neues in deinem Leben, wo du noch nicht so viel Erfahrung hast anscheinend. Also irgendetwas, ja, etwas Spannendes, Neues, wo du viel Neues lernen kannst. Jetzt schauen wir uns mal die Blockaden an. Und da sehe ich gleich im Zwischenmenschlichen, ist eine Störung in der Balance. Also da gibt es anscheinend, vermute ich mal, die ein oder andere Unstimmigkeit, wenn das hier so liegt. Vielleicht gibt es ja auch ein Kommunikationsproblem. Das kann natürlich auch sein. Ich sehe auch, dass du hier nach außen etwas nicht zeigen möchtest. Das kostet auch ziemlich viel Energie. Und da geht es sehr stark um Vertrauen. Also du hast hier Vertrauensprobleme. Und das spielt hier in diese Situation mit hinein. Und möchtest nach außen hin nicht komplett authentisch sein, einfach um dich auch zu schützen. Aber das kostet übermäßig viel Energie. Hier darfst du reflektieren, ob das wirklich immer oder ob das wirklich notwendig ist, dass du hier so eine Wand irgendwo auch errichtest. Ich kann es hier verstehen, denn es zeigt sich hier auch in Begleitung mit einem Hinterhalt oder einem Betrug. Also irgendetwas ist hier in der Vergangenheit geschehen, dass dir hier ins Gedächtnis gekommen ist und deshalb zeigst du dich nach außen hin nicht 100% so, wie es dir gerade geht, ist aber verständlich. Nur hier solltest du, wie gesagt, nachdenken, ob das wirklich dieselbe Situation ist
oder ob du hier ein bisschen mehr aufmachen kannst. Das ist wie immer natürlich deine Entscheidung. Wichtig ist, dass dir das ins Bewusstsein kommt. Dann sehe ich hier eine Leere. Das hat jetzt bestimmt mit dem Loslassen zu tun. Natürlich ist hier auch eine gewisse Leere und irgendwo schwingt hier, ein bisschen eine Schwermut, eine Wehmut auch mit, dass hier wieder ein Abschnitt zu Ende gegangen ist oder dass eben wieder etwas oder jemand das Feld verlassen hat und dass es jetzt einfach weitergeht. Ich glaube, du machst es dir hier, so wie das hier liegt, einfach selber sehr schwer. Das Leben hat eben Höhen und Tiefen. Du solltest hier keine Angst vor neuen Erfahrungen haben. Natürlich ist hier einfach jetzt eine Leere, aber diese Leere trägt auch dazu bei, dass du hier auch heranreifst, dass hier ein Reifeprozess stattfindet. Das ist das ist eine wertvolle Sache auf lange Sicht gesehen. Und wir werden jetzt mal schauen, was das Universum dir hier rät. Ich sehe hier, dass du dich all den Dingen zuwenden sollst. Und das ist immer sehr schön, wenn wir diese Information bekommen und die bekommen wir sogar zweimal. Du sollst auch diesem Impuls vom Anfang der Legung entsprechend hier deine Leichtigkeit suchen und hier möglichst viel unternehmen, was dir Leichtigkeit und Freude bringt. Und vor allem auch dich den Dingen zuwenden, wo du etwas zurückbekommst. Das kann jetzt eben sein beruflich gesehen, finanziell gesehen, privat gesehen, einfach wo auch für dich etwas herausschaut. Also wo nicht immer nur gegeben wird, sondern wo ein Geben und ein Nehmen gleichermaßen oder in einer ausgeglichenen Form stattfindet. Das ist jetzt allerdings interessant. Das ist eher selten, dass so eine Meldung hier kommt, was dein Umfeld betrifft. Dürfte es so sein, dass in dieser Angelegenheit, wo diese Harmoniestörung herrscht, also wo diese Ungereimtheiten sind, ich denke, dass es hier wichtig ist, dass du schon die Meinung der anderen auch anhörst, aber dass du vor allem zu deiner Meinung auch stehst. Und das ist offenbar wichtig. Also hier geht es um deine Meinung. Das ist hier eine wichtige Angelegenheit, denn in weiterer Folge läuft es darauf hinaus, dass du hier dauerhaft für dich gesunde Grenzen ziehen kannst. Und das finde ich wirklich, wirklich wichtig. Es ist auch wirklich schön. Und was ich jetzt hier auch sehe, ist, dass eben durch dieses Suchen der Leichtigkeit und Freude, also dieses bewusste Ausleben, also mach wirklich Sachen, die dir Spaß machen, egal was immer das auch ist. Denn hier sehe ich, dass hier kündigt sich eine neue Person oder neue Personen an. Das kann jetzt natürlich eine Person oder mehrere Personen sein, aber hier kommt jemand auf dich zu. Das kann man sehen, kann natürlich auch eine neue Möglichkeit sein, also dass jemand mit einem Angebot auf dich zukommt. Und ich sehe hier auch eine Weiterentwicklung in den Tendenzen, also auch ein neues Lernen, ein vertiefendes Lernen, denn wir sind hier ganz am Anfang einer Reise und hier wirst du dann auch auf irgendeine Art und Weise auch einen Wissensdurst verspüren, also du wirst hier
du wirst dich hier sehr rapide entwickeln, wie es mir scheint. Und es ist eben ganz wichtig, dass diese freudebringenden Dinge in deinem Alltag einen fixen Platz einnehmen, denn das wird dir offenbar Tür und Tor öffnen in eine relativ, so wie es mir, wie es hier aussieht, in eine ziemlich zufriedene Zukunft oder in eine ziemlich zufriedene Phase, die sich hier ankündigt, auf die du hier zugehst, mein lieber Zwilling. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Videos veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, also glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.